Guten Morgen, Internet. Wir sind immer noch im Grusel-Labyrinth Bottrop, diesmal in einer neuen Location. Also es ist Überraschungen after Überraschungen. Wir machen aber heute noch mal thematisch was zum Thema psychisch zerstört, was mir ganz gut dient, und zwar Essen. Machen wir heute ein bisschen eine kleine Inspiration für eure nächste Horrorparty. Nach dem ganzen Stress, und aber auch echt nötig, so ein bisschen Happen zu essen. Bisschen Happen zu essen machen. Soll man nicht lang faggeln und direkt anfangen mit dem ersten wunderbaren Gericht? Let's do this. Bist du ready? Mhm. Vollkommen. Also. Also uns wurde ja Reaktion war so 10 Minuten so Also es ist ein klassischer ist ein Hotdog als Finger. Abgeschnittener Finger. Ein klassischer Blutfinger. Mit Zwiebel und als Zwiebel vorne Nagel. Als Nagel noch schön. Dran, ja. Sind das vegetarische Würstchen? Das kann sein. Also man kann reinbeißen, man muss nicht reinbeißen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt viele leckere vegetarische Sachen. Würstchen gehören leider tatsächlich nicht dazu, finde ich. Ich finde so Burger-Patties oder so voll lecker, aber so Würstchen eigentlich nicht. Deswegen überlasse ich dir das und gebe. Oh, komm, ich beiß auch rein. Nee, ist echt nicht so gut, das Würstchen. Ich glaube, manche, die sind echt lecker. Na, obwohl, so schlecht ist. Ja, Fingernagel gegessen. Aber theoretisch schon. Ich glaube, wenn man dann noch so ein crunchy. Schönes, leckeres, warmes Würstchen da reinmacht. Mhm. Dann hat man Spaß auf jeden Fall, glaube ich. Ja, gut, das lassen wir einfach so, das Zitat in der Folge drin. Und dann müssen wir natürlich noch Zombie-Füße geben. Natürlich 5 Bestes. Ein Zombie-Fuß schlecht. Wissen wir alle. Ich lasse noch viel Spielraum nach oben. Ich würde jetzt einfach mal sagen 2. Ich sag 1. Weil es schon relativ Standard ist. Also wirklich leider die vegetarischen Würste tun es bei mir. Ja, aber das ist ja, das haben wir ja nur wegen mir reingemacht. Wenn das jetzt ein richtiges Würstchen. Dann hätte ich auch auf jeden Fall 1,5 gegeben. Weil ich glaube, es gibt Steigerung. Ich finde die Zwiebel, ich finde eine Mandel wäre besser gewesen. Es sieht ein bisschen mehr nach Fingernagel aus. Mandel und Wurst? Ja, ich meine, es geht ja auch darum, wie es aussieht. Okay. Deswegen ist doch, glaube ich, ein bisschen Raum nach oben. Ich würde sagen, next. Ja. Also, genau. Eins, go. Sieht aber cool aus. Sieht aber nach Avocado aus, ne? Ja, es sieht ein bisschen nach Kotzi aus, aber auch nach Avocado auf jeden Fall. Kotzi. Kotzi-Avocado, das ist aber echt cool. Das finde ich so als Party-Snack, so falls mal jemand ein bisschen an einem Avocado-Kotzi. Also auf jeden Fall, Ekelfaktor ist schon ein bisschen größer, muss man sagen. Ekelfaktor würde ich schon fast sagen 4, weil das sieht echt ein bisschen kotzi-mäßig aus. Lecker! Avocado und Käse. Aber es sieht schon ekelhaft aus. Aber es ist schön gemacht auf jeden Fall. Ich finde das kotzi, also das hat es soll hier Leute geben, die haben schon schönere Kürbisse gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was ekelhaft. Nee, habe ich nicht. Alles gut. Aber ja, was sagst du? Ich habe den schönsten Kürbis gemacht. Vergiss nicht. Was sagst du? Ich sag 4 Ekelfaktor, weil ich finde, es sieht schon hart verstörend aus, das Kotzding. Ich glaube auch, dass noch mehr. Komm, ich sag 3. Weil. Jetzt guck mich die ganze Zeit so nervös hin und her. Ich bin so unruhig hier. Ich kann nervös. Es euch nicht in Worte fassen. Ich bin so unruhig. Ich sag 3, weil ich glaube, es sind noch unfassbar. So Augen und Blut und sowas. Ist alles noch drin, glaube ich. Augen und Blut ist noch drin. Finde ich gut. Ja, 4 von 5. Gibst du 4? Ja, voll derbe. Ich finde Paprika übel geil. Willst du anheben? Ich möchte gerne anheben. Hauptspeise das ist, die ist Hauptspeise. Mörd auf jeden Fall an derbe Mörder ekelhaft. Ne? Ich bin ja schon gespannt. Aufs Dessert. Und hey! Ui! Okay, wow. Ui. Ja. Das ist echt. Ui. Ja. Also ich muss sagen, ich finde dieses Fleischklopsige dann auch immer. Ja, das ist auf jeden Fall Mettfuß, ne? Muss man halt mal sagen. Also das manche. Ist halt auch einfach ein Mettfuß. Ja, ich glaube, probieren erspart sich da. Also ekelhaft ist es auf jeden Fall und eine sehr gute Idee für alle Mett-Eagle-Fans. Mett-Lieber. Gibt ja viele. Aber schau mal, da passen die Zwiebeln zum Beispiel jetzt wieder sehr gut. Das ist da auf jeden Fall so. Also die große Frage ist immer noch: Hast du sowas mal selber gemacht? So ein Halloween-Essen? Also ich glaube, ja, alle wisst da draußen, wie begabt ich in Sachen bin. Lebensmittel zubereiten bin. Ja. Deswegen, ja, nee, nee. Okay, cool. Weil, also es ist schon sehr ekelhaft. Also schau mal, ich bin froh, dass ich vorhin nur 3 gegeben habe, weil da würde ich schon eine 4 geben. Das ist auch wieder eine 4 von 5. Ich glaube, es gibt immer noch einen Step up eine Ekel to the streets. 4 Zombie-Füße.
Uns wurde gesagt, es ist nicht eklig und wir sollen mal Fett einen wegsippen. Also Jugendslang am Set. Fett einen am wegsippen, Start. Was ist denn los hier? Ja. Okay, gucken wir mal. 3, 2, 1, gö. Oh, geil, Fett einen wegsippen. Fett einen wegsippen, Leute. Guck mal. Da sage ich doch Twilight lässt grüßen. Das ist ja. Vampire Diaries und vieles mehr. Nein, ich darf mein Verteidigungsmesser nicht aus der Hand bringen. Mojo Craft Blood Center. Wie geht denn das auf? Properly identify intended recipient. Was ist das? See circular for information. Okay, warte, ich krieg's hin. Hä, was ist das denn? Volunteer Donor. Zum Glück war das ein... Boah, was ist das? Tabasco? Tomatensaft. Tomatensaft. Oh, ich hab B negativ. Sind wir am negativ. Fliegen oder was? Was hast du? Hast du B? Ich hab B negativ. Ich hab hier steht drauf ARH positiv habe ich. Sie gönnt. Also meine Hautfarbe passt schon mal zum Vampir-Dasein. Ich glaube, wenn ich mich so in die Fußgängerzone stelle im Januar oder im Sommer geht auch, wenn ich auch genau so weiß. Ja, Gothic Lifestyle auf jeden Fall. Was sagst du denn? Also ist es wirklich schon ein bisschen lecker. Ekelhaft, auch so einen Pack zu trinken, muss ich sagen. Nö, ich also das ist schon bei Nö, mir. Ich find's okay. Das ist eine 5. Vor allem ich ist es auch wiederverwendbar. Ekelhaft. Guck mal, das ist nicht wie so eine Plastikflasche, kann ich alles wiederverwendbar. Als wenn du beim Sport mit so einem Katheter rumrennst, ja, damit du irgendwie dir schön einen Wechsel irgendwie. Wenn es die Umwelt rettet, mach ich alles. Das ist Plastik. Ja, aber es wird wiederverwendet. Genau. Besser als Strohhalme. Hä? Warum nimmst du denn Strohhalme sind ganz schlimm. Ja, genau. Bis gleich beim Dessert ist es höchstwahrscheinlich dann. Vorletzter, glaube, nicht letzter. Ich habe gerade letzter ist. Gesagt. Ich bin gespannt. Okay, let's do this. Oh. 5. Das ist auf jeden Fall hart. Ekelhaftigkeitsfaktor 5. Also uns wurde leicht geteasert, es ist ein Spinneneiersalat. Soll eigentlich ganz geil schmecken. Das ist eigentlich echt nicht so geil. Ja, es riecht auch. Was ist denn da drin? Also das ist Tomaten, Gurke, nee, irgendwas, Mozzarella. Nudeln, das sind Aroden. Ding, schwarze Nudeln. Cool. Willst du das probieren? Hä? Ja, ist halt vorgekocht, ne? Die Nudeln sind halt schon 48 Stunden, 8 Jahre alt. Und das Weiß ist halt auch kein Parmesan, sondern also ich glaube, wenn du so eine krasse Halloween-Party machst, ist das schon krass, glaube ich. Es kommt ja, schon, muss es kommt halt schon schmecken, gut, ne? Wenn du also so einfach machst, nur, so, einfach nur Sachen auf den Teller zu schmeißen, ist halt schwierig. Ne? Was für ein entzückendes Odeur. Odeur. Ja, ist ja, bestimmt fünf. Lecker. Was gibst du? 5 ist auf jeden Fall. 5. Es ist wirklich, wirklich ekelhaft. Also der Mettfuß war. Der ich erkenne mich, habe mich selber wiedererkannt. Schon, ich weiß nicht, was das noch toppen soll, aber wir haben ja noch eins vor uns. Oh Gott, ja, stimmt. Gleich. Gut, letztes Dessert. Hast Wer hätte gedacht? Angst? Weiß ich nicht. Ich lass dich mal gucken. Mmh. Schön, dass es auch noch wackelt, wenn man Grützi, das so... Ey, auf jeden Fall lecker, muss man sagen. So, ich darf natürlich... Ich muss ja sagen, bei mir kommt ein Halloween-Video raus oder ist ein Halloween-Video raus. Da haben wir dieses Schleimzeug auch schon inhaliert. War lecker? Ja, das ist aber lecker. Aber wirklich mal so ein Auge reinpieksen mit einer Gabel ist halt was, wo ich mich tatsächlich ein bisschen nachsehne, muss ich sagen. Warte mal. So. Da ist auch noch ein Haar Warte, von mir drauf. Dran. Okay, einmal schön Nahaufnahme und das ist nicht mehr werbefreundlich. Njam, njam, njam. Oh, sieht gar nicht so schlimm aus. Moment, die waren noch gefüllt, ne? Die sind rot gefüllt tatsächlich echt? Auch. Echt? Die Augis? Boah, die riechen aber echt gut, ey. Okay. Warte. Ich würde sagen, Warte, mal, sag mal rein leise. Damit. Sag mal kurz leise. Ich muss sagen, das finde ich sogar lecker. Das Ding ist, das ist Gruselfaktor 5, aber es ist doch Geschmackstest 5. Echt? Also ich finde Wackelpudding oder so ist auch, geht immer. Ich mag diese Augen eh. Super lecker Augen. Ja, also ist auf jeden Fall wirklich widerlich, wenn man sich anguckt. Was fandet ihr denn? Ist aber auch sehr lecker. Vom ganzen Essen am besten, schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Und vielleicht auch habt ja, irgendwelche Halloween-Produkte, Gerichte ausprobiert.
Kann man ja auch irgendwie über Twitter oder über Instagram irgendwie einfach Bilder schicken oder so. Und, vielleicht machen wir nochmal sowas in der Art nächstes Jahr. Mhm. Dann mit Philipp Lau als Moderator, männlicherseits. Weil was heißt jetzt, du schiebst sterben. Immer so einen Hass auf Leute, nicht mal einen Hass, sondern eine Verehrung, entweder auf Phil Laude oder auf Finn Kliman und alles fängt irgendwie mit F an. Ja, mit Phil. Phil oder Finn oder? Finn. Ja, wenn ihr mal aufgefallen ist. Wer ist der Nächste? Kelly oder was? Freddy Bubic. Ja. Franz. Okay, ja. Machen wir sehen uns oder? Auf jeden Fall gleich in der Endcard wieder. Freddy sieht ein bisschen anders aus jetzt gerade. Der hat sich ein bisschen zu sehr gegruselt, ist selber zum Monster geworden. Ich sag nur eins, zum Glück waren die Augen nicht bei Gummy vs. Real Life dabei. Die Folge haben wir nämlich schon mal gedreht. Und ich würde sagen, abonniert den Kanal, vergesst nicht, das nächste Mal wieder einzuschalten. Und ich hoffe, euch macht die Halloween-Woche soweit Spaß. Wir haben Spaß, wir haben ein bisschen Angst.